Hallo Freunde der analogen Unterhaltung und willkommen zu einer neuen Folge des Hunter und Krohn Brettspielclubs hier aus der Spielwiese in Berlin. Ja, in dieser ganz besonderen Folge versetzen wir uns zurück in die 1920er Jahre, wo wir als Spiritisten zu einer nächtlichen Seance in ein mysteriöses Herrenhaus geladen werden. Denn da ist ein Mord geschehen und wir treten nun als Spiritisten mit dem Geist des Ermordeten oder der Ermordeten in Kontakt. Leider kann uns der Geist nicht direkt sagen, wer ihn auf dem Gewissen hat, weil seine Erinnerungen an die Umstände seines Todes, die sind, sagen wir mal, verschwommen. Ja, verständlicherweise. Und so müssen wir also herausfinden, wer war in der betreffenden Nacht eigentlich anwesend, wo waren diese betreffenden Personen und welche Objekte könnten als Tatwaffe in Frage kommen. Und deswegen haben wir uns natürlich auch spirituell begabte Gäste eingeladen. Ich bin Maniac und ich mache Videos auf YouTube, unter anderem Animationen, manchmal auch Reisevideos, manchmal Vlogs, Comedy, sehr unterschiedliche Sachen. Ich bin Fischkopf, im echten Leben heiße ich Arthur und ich nehme auf oder für YouTube Computerspiele auf und mache dazu Quatsch. Ich habe früher Risiko gespielt oder Mensch ärgere dich nicht und das war es eigentlich auch schon. Ich bin quasi Jungfrau. Ich spiele sehr, sehr gerne Brettspiele, habe das früher auch viel mehr gemacht. Wir hatten auch sogar eine Gruppe, die sich sonntags getroffen hat für mehrere Stunden, so von mittags bis nachts oder sogar morgens. Wir haben dabei so Spiele gespielt wie Battlestar Galactica oder War on Terror. Ich bin Sophia Wagner, ich bin angehende Spieleautorin. Heute bin ich hier aber als etwas anderes, als Geist und versuche möglichst die anderen Spieler, die Medien gut durch das Spiel zu führen. Mysterium ist ein kooperatives Spiel, in dem es darum geht, ein Geheimnis, das Mysterium, zu lüften. Alle Spieler gewinnen oder verlieren gemeinsam. Ihr Ziel ist es, das Rätsel um den Tod des Geistes, der im Herrenhaus spukt, zu lösen. Ein Spieler übernimmt die Rolle des Geistes, der den Spiritisten Karten zukommen lässt, um sie damit auf die richtige Spur zu führen und ihre Nachforschungen zu unterstützen. Die anderen Spieler übernehmen die Rolle von Spiritisten, die Karten vom Geist empfangen und ihre Intuition nutzen müssen, um die darin versteckten Botschaften zu deuten. Schön, dass wir hier zueinander gefunden haben, auch wenn der Anlass gar kein so schöner ist, weil ihr wisst Bescheid, ein Mord hat sich ereignet. Ja, wobei, um sie würde ich auch trauen. Ja. Sie ist tot. Sie ist tot und sie ist sehr verwirrt und wir müssen ihr jetzt mit unserer spirituellen Gabe dabei helfen, den Mörder zu entlarven. Ja, wie gesagt, im ersten Schritt versuchen wir natürlich alle herauszufinden, hier, welcher Verdächtige gehört. Können wir jetzt schon lösen? Zu uns. Du kannst jetzt schon lösen oder ja, Vokale kaufen. Du kannst kaufen. Einfach ihre Gedanken lesen, ohne dass es dir irgendeinen Hinweis gibt. Wenn das du wirklich ein Medium bist. Wenn du ein echtes Medium bist, ja. Dann haben wir das müsste, ein Spiel. Das müsste man eigentlich in der Einladung schreiben. Echte Medien dürfen das Spiel gar nicht spielen. Die ich hab gewonnen. Ja betrügen. Es ist 1 Uhr nachts, glaube ich. Ja, bis 7 Uhr morgens, dann geht die Sonne auf und dann ist vorbei. Weil der Geist natürlich tagsüber nicht wandelt. Und deswegen fangen wir jetzt gleich damit an, in uns zu gehen und eine erste Vision zu empfangen. Okay, ich, warte mal. Kannst du an deiner Stricknadel da rütteln? Boah. Okay, ich bin bereit. Es geht los. Na, zeig mal her. Oh, jede Menge Gold und Schätze. Mhm. Drachenhort. Oder einfach nur Geld. Ruhm, oder einfach Geld. Nur Geld. Also ich sag nur mal, guck mal hier, das sieht ganz schön golden aus. Forscherin. Wie so Inka-Gold oder ja, Azteken-Stuff halt ausgegraben habe. Das ist halt Gold, ne? Gibt es noch eine andere Möglichkeit? Also wenn sie dir diese Karte... Ist hier noch so ein Hörnchen? Hast du Hunger? Wo siehst du da ein Hörnchen? Der kocht Fleisch aus Gold. Ich sehe da einen Hotdog. Die sind so reich in diesem Herrenhaus. Also eins ist klar, wenn sie dir diese Karte... Steaks mit Gold überziehen. Wenn sie diese Karte gegeben hat und es ist nicht diese hier... Dann ist der Geist wirklich sehr verwirrt. Jetzt geht's los. Da kommt was. Was angeflogen. Oh. Hast du was empfangen? Okay, zeig mal her. Guck mal hier. Oh. Eindeutig, es war der Koch. Ja. No, nee, es war nicht der Koch. Aber also, obwohl, das sieht aus wie eine Mikrowelle. Also das sind ja Pusteblumen übrigens. Ja, du hast recht. Ja, hast und recht. Das heißt jetzt der Pusteblumengärtner. Also ich persönlich sehe jetzt hier diesen kleinen Soldaten. Für mich ist das der Typ hier mit dem Schwert. Diese Wolle hier. Ja. Oh, da hat er Wolle. Einen Punkt, der nicht... Nee, aber okay, Es geht weiter. Scheiße. Also ich stelle mich schon mal vorübergehend. Das kann man auch noch ändern, dass das andere abgelaufen ist. Ich glaube, das Spiel wird eine Luftnummer. Luftnummer. Blaseball, guck mal, das ist vielleicht meinst du... Du das sagst. Vielleicht meinst du den Blaseball. Gut sein. Oder, ja, jetzt geht's aber los. Roter, guck mal hier. Nein, der Tipp ist der Ballon. Nee, aber hier ja, stimmt, der rote Stricknadelkissen und der rote Ballon.
Jetzt übrigens die Sanduhr läuft. Oh mein Gott, ich hab deins doch gleich gesehen. Sobald alle Spiritisten eine Vision empfangen haben, dreht der Geist die Sanduhr um. Bevor die Sanduhr abgelaufen ist, muss jeder Spiritist seinen Eingebungsmarker auf die Karte setzen, zu der er sich vom Geist geleitet fühlt. Ja, und hier so komische Tiger. Fliegende Tiger. Die von einem fliegenden... Also Streifen und Karos, vielleicht ist da irgendwie bei den Tigern. Wo sind denn da Streifen und Karos, bitte? Das sind Streifen. Ja, aber wie findet ihr das? Auf den Tigern sind Streifen. Das ist der Tipp. Das ist der Tipp. Ja, wenn du die Streifen vor den Tigern. Mach doch mal auf. Das ist auch ein Muster. Das ist auch ein Muster. Da ist eine Farbe drauf und hier ist auch eine Farbe drauf. Aber was sagt ihr denn schon. zu der roten ja, Ballform-Theorie? Das ist schwierig. Das ist die nicht, alte das Dame wegen roten Knollen. Roten Knollen. Okay, ja. Mir gefällt das noch. Der Tippsack. Der Tippsack gefällt mir, weil es einfach lustig ist, aber ich glaube, das ist tatsächlich logischer. Also bei dieser Karte, ich will es ja nur sagen, es hat hier auch was mit einer Spieluhr zu tun. Ne? Mit einer Mikrowelle, der Soldat und eine Porzellanfrau gekocht hat. Aber wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ich würde übrigens gleich mal sagen, du bist hier korrekt. Solange die Sanduhr läuft, können die Spiritisten Hellsichtblättchen zu den Eingebungsmarkern der anderen Spieler legen. Ein korrekt gelegtes Hellsichtblättchen erlaubt es dem Spieler, auf der Hellsichtanzeige voranzuschreiten, um so mehr Hinweise zu erhalten, wenn es in der Endphase des Spiels darum geht, den Täter zu entlaufen. Ich gehe jetzt hier hin und dann glaube ich, dass du richtig liegst. Und ich finde es schön, dass mir alles so vertrauen. Habt ihr was dagegen mit dem Soldaten? Nee, probier es mal. Aber ich bin wirklich noch, also ich, der beste Tipp ist immer noch der hier. Kariertes Muster, Muster. Mehr haben wir noch nicht. Wir müssen uns. Ich glaube, das Felding. Das ist ja sowieso. Wir müssen erstmal durchatmen. Ich glaube, der Geist ist nicht glücklich. Fangen wir doch mal. Fangen wir immer in der Reihenfolge an. Richtig, sehr gut. Und das bedeutet, wir haben auch alle dran geglaubt. Alle haben dran geglaubt. Alle hier einen Schritt auf dieser. Das ist der perfekte Einstieg. Okay, ja, machen wir mal weiter mit Rot. Madame aus Shanghai. Nein. Zurück mit dir. Und merk dir das bitte. Ja, stell dich nicht nochmal auf den General. Ja, okay, ich hab dir Zettel, Stift irgendwo. Blau. Blau, der britische Gentleman. Nein! Nicht, das kann doch nicht dein Ernst sein. Geist! Jetzt schauen wir mal, was mit ihm hier ist. Nein! Nein! Todsein ist so schwierig, den Leuten was mitzuteilen. Man versucht es wirklich. Ich weiß alles, ich weiß, was ich ihnen sagen will. Und es macht so viel Sinn für mich, die Vision, die ich ihnen schicke. Und sie denken einfach komplett falsch. Ich habe einfach meine Glaskugel. Und ich weiß, es ist ein kooperatives Spiel. Aber irgendwie freue ich mich trotzdem ein bisschen, dass ich hier schon bei der Zimmerbegutachtung bin. Also auf jeden Fall bitte die Uhrzeit. Ja, natürlich. Ist leider 2 Uhr schlägt. Gong, 2 Uhr nach. Du bist eine sehr gute Uhr. Ja. Das ist so gruselig. Oh. Das geht ja jetzt. Das ist ein Hügel, aber der ich auch mir die Räume. Also guck mal hier, so mit Bäumen und so. Das ist doch ziemlich. Oh, gut, aber das ist auch ein Wald. Ist das ein Bäume? Das ist ganz schön viel Wald. Das ist gleichzeitig ein Tier, aber auch irgendwie eine Art Hügel. Da sind viele Pflanzen, finde ich. Und hier sind auch viele Pflanzen. Das ist ein Gewächshaus, oder? Aber hier sind, guck mal, hier sind eindeutig Bäume und das ist ein Haus mitten im Wald. Krass. Aber das hier ist ein Viech. Und das ist ein rotes Tier. Oh mein Gott. Das passt einfach alles. Das spuckt irgendwie die Vögel raus. Ah, jetzt. Und das ist wirklich nur die Vögel sind? Oh. Wie jetzt? Bester Geist ever. Wirklich nur die Vögel sind? Was meint ihr? Die Vögel? Die winzigen hier, die hat sie doch gar nicht gesehen. Entschuldigung mal, was bist du hier? Was für ein Geist hier mitspielt. Okay, jetzt ist okay, Leute, das ist mein zweiter Tipp. Ihr habt beide den gleichen Wolf. Ja, wir haben einen Wolf und beide. Oh, guck mal, hier ist ein Schwert. Da war ich aber eben. Ja. Das schon mal raus. Probier's, hier ist ein Herzchen auf dem Baum. Das hat sie ja nicht gefühlt. Was ist das hier? Was ist das hier? Eine kleine Hängematte von einem Schwert. Das ist keine Hängematte, das ist eine Halskette. Das ist ein Schwert. Das ist oben ein Baum. Ja, aber das Schwert ist ja raus. Das Schwert war es nicht. Grün, aber guck mal, es ist grün. Vielleicht meint sie diesen blassgrünen Arzt. Was soll denn das da? Ja. Stimmt. Aber vielleicht ist es gar nicht die Farbe. Okay, lass mal hier kommen. Was ist das denn? Oh mein Gott. Was ist denn das jetzt? Alter. Das hast du gegriffen. Und danke für den Tipp, Guys. Bist du sicher, dass du die Vision richtig empfangen hast? Das ist so eine Mischung aus Kakerlake und Igel. Das ist wirklich ein ekelhaftes Alpenpilz. Der hat eine Hannibal-Lecter-Maske. Auf einem Pilz, du hast recht. Auf einem Pilz. Und so eine
Diese Eishockey. Hannibal. So etwas. Pelz, Koch. Aber guck mal hier. Guck mal hier. Das ist doch ein relativ eindeutiges Zeichen. Das ist doch ein riesengroßer Hut und ein Löffel. Und das ist Essen. Wow. Die Tiger waren Fleisch zum Essen. Das ist vielleicht der Koch. Übrigens, die Sanduhr läuft schon. Der Geist war höchst konzentriert. Ich würde bei dir ziemlich sicher sagen, dass das müsste es sein. Das ist noch so schwierig. Ist ganz schön tough, ja. Ich hätte jetzt auch gesagt, Pilz und Tier, das kann man auch alles aber essen. Vielleicht ist es tatsächlich dieser Pelz. Aber ja, Moment, ja. Meine Theorie ist aber, dass ich hier Musik und Grün wegen Dudelsack und Wolfsfell. Ja, das könnte hier es und auch so sein. Das könnte wirklich auch sein. Ja, ja. Guck mal, diese Tasche hier, sieht die nicht so aus wie diese. Ja, jetzt geht's aber langsam. Haben wir schon ein bisschen tief in den Rotwein geschaut? Ja, vielleicht irgendwie auch. Ist ja auch so komisch. Kristallkugel. Also, ich stelle mich schon mal hier. Ich zu Hause vergessen. Okay, und was ist mit dir? Du musst auch mal hier. Ich muss auch noch was machen. Oh Gott, ich bin schon fertig. Und nein, Mann! Oh Gott, das will. Okay, ist es vielleicht das Tier hier? Sie macht immer das hier. Ich glaube, die Vögel sind die Vögel. Auch wenn die behaupten, du meinst nicht die Vögel? Glaubst du nicht? Also, bevor ich nirgendwo stelle, stelle ich mich mal dahin. Ja. Und immer noch woanders hinstellen. Du meinst hier, ja? Was meinst du? Ich würde ja vermuten, dass ich hier. Dass du auch da bist. Auch da. What? Was? Und was? Das sieht für mich so sehr nach diesem Pelz aus. Und was würdest du bei ihm hier vermuten dann? Die Zeit läuft ab! Oh mein Gott! Du denkst, er ist falsch? Ja. Oh, shit. Ich trau mich nicht. Oh, ich bin so aufgeregt. Es muss bei mir einfach stimmen. Ich bin mir so sicher. Okay, ich trau mich nicht. Ich bin mir so sicher. Ich trau mich nicht. Wir lassen es so. Jetzt, ja, die Zeit ist ab. Manchmal ist es so bei diesem Spiel. Ob ihr wirklich richtig steht. Wir fangen mal an. Sie freut sich. Gibt es mir? Nein! What? Ja, wirklich! Sehr gut. Du Streber! Ja, aber das war auch wirklich wieder ein sehr guter Hinweis, um es mal so zu sagen. Die Vögel, die du nicht wahrhaben wolltest. Die Vögel? Die winzigen hier, die hat sie doch gar nicht gesehen. Aber ich habe ja auch gesagt, der Wald, da waren auch Vögel drauf. Jetzt wird's richtig spannend. Also das heißt, wenn du, hoffen wir mal, ja. Wir machen mal eigentlich ist es ja völliger Quatsch, sich zusammen auf eine Karte zu stellen. Ja, aber wenn ihr euch nicht einigt, also man muss, ja doch. Aber hoffentlich habe ich. Meine Wellen! Ja. Dein Vater! Ja. Und nein! Tja. Ja und nein! Weil damit dementsprechend deins falsch war. Okay, aber jetzt, ich meine, mich habt ihr völlig aus Acht gelassen. Ja, was ist denn? Aber was ist denn hier mit meinem Löffel und meinem Hut? Eindeutig. Ja. Krass. Ah. Sehr gut. Sehr gut. Und ich hätte wieder an sie gedacht. Guck die mal, beiden ist hier doch die Stachel von dem Nagelkissen, wenn wir sie noch nicht hätten. Nee, das ist die Spritze? Und der Bart gleichzeitig. Und das hier ist die Tasche. Vielleicht ist es wirklich die Tasche. Ich habe gewonnen. Das Runde, der Pilz, und das Runde könnte aber auch sein, das sind Gegenstände, die mit einem Zirkel angefertigt werden. Ja, Gong, okay. Gong, Gong und 3 Uhr nachts. Beste Uhr. Also das hier, glaube ich, ist wirklich raus. Was aber soll so eine, das hier so eine damit stachelige tun? Lehrerin. Nee. Weißt du, also, das ist die Kratzbürste, die alte. Also, bis jetzt führt mich immer alles zum Falschen, nämlich zu dem hier. Ja, ich hätte wieder auch hier hingeführt. Ja, das ist aber dann müssen so. Wir müssen halt weg davon. Also wenn du wenn du sie auswählst, dann sage ich, du bist falsch. Das kann ich dir jetzt schon versprechen. Oh. Da bin ich dann diese meine Zirkeltheorie gefällt wieder keinem. Also ich bin beim Arzt, definitiv. Aber guck mal, sein Bart ist auch ganz schön stark. Oh, stimmt. Der hat aber auch genau so einen Bart wie das Tier. Guck mal hier, so diese Fühler sind auch sehr ähnlich dem Bart. Die Pilze irritieren mich halt jetzt. Ich glaube, die Pilze hat sie. Wenn es am Ende diese Zirkeltheorie ist, dann. Ist die Stachelspritzentheorie. Die kratzbürstige Lehrerin. Guck mal, man fragt ein 5-jähriges Mädchen, zeichne mal deine Englischlehrerin. Und genau das kommt dabei raus. Oh, das geht wieder. Ich spüre mal los. Oh, jetzt. Konzentration. Oh, ich kann den nicht. Okay. Das ist für mich die rosa Karte. Ja, das ist doch das hier. Wieso denn das? Ja, weil das auch, das ist der Hintergrund. Zeppelin. Keine voreiligen Schlüsse ziehen, bitte. Ach, das ist ein Zeppelin. Ja, so ein Zeppelin-Ding. Zeppelin-Boot. Fliegende Schiffe und fliegende Fische. Hm. Ach, das ist ein Wal, das sehe ich jetzt. Oh, aber guck mal, wenn der Wal das Objekt darstellen soll, dann könnte es auch die Pfanne sein. Ja. Also ich glaube, sie will hier ganz primär farblich ganz einfach Sachen mit uns machen. Ja, guck mal, weil der Wal könnte auch die Gabel sein. Oh. Okay, der Ort.
Okay, guck mal, hier wird Batman gerufen. Das heißt, wir sind in Gotham. Wo ist die Gotham-Karte? Ach, du musst einen Raum jetzt finden. Ja. Die Kanone. Ja, die Kanone ist eine Stadt. Es ist draußen, aber das bringt uns nichts. Geschossen. Guck mal, hier ist geschossen. Es wird geschossen. Geschossen. Eindeutig. Oh je, jetzt. Was kannst du auch sehen? Manchmal. Oh. Das ist eindeutig eine Frau. Also, das ist doch sie. Ja! Zirkeltheorie! Also, das hier. Das ist ich sag's der, das euch. Ist, also das ist ja. einfach diese Frau. Aber. Das ist. Die das sind Frau, auch Taschen. Das ist auch eine Tasche. Hier ist auch eine Tasche. Die runde Dinge mit dem Zirkel malt. Was sein kann, ist einfach, dass sie auch die Figur. Ja. Die meint auch da schon die Frau. Da meint es schon die Frau mit dem Hut. Und das Rote ist hier ihr Jäckchen. Ja, und hier die Schleife und da die Schleife. Und das ist das fünfjährige Mädchen, das ihre kratzbürstige Lehrerin. Ja. Nein, das verstehe ich nicht. Ah ja, ich hab's euch zum dritten Mal erklärt. Oder sie meint mit dem Pilz auch den Hut. Die Zeit läuft jetzt. Ach so, der gelbe Hut. Ich bin dabei. Ich können wir das zurückspulen bitte und nochmal abspielen, wie Hunter sagt, wenn es die Lehrerin hier unten ist. Können wir das wieder einblenden jetzt? Also wenn du wenn du sie auswählst, dann sage ich, du bist falsch. Ich kann mich auch revidieren. Ich bin ein aufgeklärter Mensch. Ich kann auch eine Fehler. Außerdem habe ich meine Glaskugel vergessen. Wie oft soll ich euch das eigentlich sagen? Warte mal, du hast jetzt schon eine neue Karte. Wir müssen uns konzentrieren. Hier. Okay, dann stell du dich, Marcel, jetzt ab, dass wir es nicht vergessen, auf die Lehrerin. Oder glaubst du auch jetzt, dass... Glaubst du das? Ich bin mir nicht sicher. Ja, dann überleg mal ganz schnell, weil ich muss mal hier... Jetzt guck mal hier, die Farbe. Sind das Vögel oder Pferde? Das sind Pferde. Und Vögel. Das wirkt sehr danach. Okay. Aber das könnte vielleicht auch hier so Holz sein. Einfach Holz. Aber guck mal hier, der Reifen. Da liegt ein Reifen. Der Reifen. Und das Holz. Ja, es ist schon nicht schlecht. Aber hier liegt auch ein Reifen. Oh, da liegt auch ein Reifen. Und da ist auch Holz. Das ist auch Holz und Reifen. Das sind Pfannen, die sind rund. Und da ist ein runder Spiegel. Das ist ein Reifen. Und da sind runde Formen. Ist das hier überhaupt ein Reifen? Es gibt drei Möglichkeiten. Das von der Farbe. Also übrigens, ich guck mal, wie ich dir vertraue. Ja, auf jeden Fall. Echt, sind wir uns da so sicher, Leute? Aber hier, was soll ich tun? Der Lichteinschlag ist wiederum. Guck mal, hier ist auch ein Reifen. Wow! Also eigentlich dieser Lichteinschlag, gebt ihr mir recht, genau. Das ist die der Farbe hier. Ist klar, hart. Aber die anderen Sachen sind auch sehr plausibel. Das überzeugt mich jetzt aber. Oh, die Zeit ist gleich rum. Habt ihr alles gelegt? Dann negativ. Siehst du nicht um, jetzt ist sie um. Bleib so. Sehr gut. Ein Durchmarsch. Und wir haben noch 1, 2, 3, 4 Stunden auf der Uhr. Die Verdächtige, mit der ich mich zu beschäftigen habe, ist hier diese junge Forscherin. Und sie war zur Tatzeit hier auf dieser gruseligen Terrasse, Veranda. Und hat da, so vermute ich, mit der Gabel hinterrücks zugestochen. Ach so, die Kanone. Nein, sie guckt schon so. Oh mein Gott, nein. Es war zu eindeutig, ich hab's doch gesagt. Ich habe ja immer noch die Vermutung, dass der Geist ein bisschen betrunken ist, weil wer gibt denn einem Mitspieler eine Batman-Karte, wenn es kein Batman im Spiel gibt? Okay, aber jetzt können wir nur hier alle Daumen drücken. Also. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Oh mein Gott, so viel Token. Sonst änder schnell die Karte in deinem komischen Gesichtsschutzding, aber das stimmt. Nein! Aber wenigstens seid ihr mit mir zusammengekriegt. Beim Geister weiß ich nicht so richtig. Ich habe das Gefühl, er will mich verarschen. Er hat mir schon dreimal eine Karte gegeben und die hat mich nicht zum Ziel geführt. Also ich glaube, der hat irgendwas vor. Irgendwas Merkwürdiges. Ich finde es der Arzt, den ich bestanden habe, über 23 Runden, können wir noch mal zurückspulen? Also wenn du sie auswählst, dann sage ich, du bist falsch. Okay, aber jetzt so langsam lichtet sich das Feld und danach marschieren wir einfach hier komplett durch. Okay, das ist ja wohl jetzt eindeutig, wer es hier ist. Ja, das müssen wir dann probieren. Ja. Bleibt hier. Jawohl. Ja. Hier ein bisschen Zeit gemacht. Machen wir sehr das gut. Raus. Ich bin stolz auf dich. Ja, das Mysterium lüftet sich langsam, vielleicht einen Tick zu langsam. Aber ich muss wirklich sagen, dass Maniac noch ganz hinten steht. Wir alle waren so sicher, dass es jetzt diese komische Dame war, diese komische
Lehrerin. Ja, bei mir läuft es nicht ganz so geil gerade. Ich bin ein paar Runden hinten dran. Die Regeln haben ja nicht gesagt, dass es in diesem Spiel einen Saboteur gibt, aber ich glaube, es gibt ihn doch und der ist Maniac. Maniac ist irgendwie ziemlich stur und das prangere ich sehr an. Ja, der soll mal auf mich hören, weil ich habe Ahnung. Es ist echt schwierig. Also es könnte dieser Schnurrbart von dem Arzt sein und dieses stachelige Viech oder bei dieser einen Karte mit der Brücke. Ich habe keine Ahnung, aber das könnte vielleicht das Stethoskop sein. Vielleicht auch nicht. Ich kann nur hoffen, sie schaffen es noch. Einer hängt schon ganz hinten, einer ist wirklich sehr, 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 sehr ein sehr gutes Medium. Also das ist wirklich ein ganz großer spiritistischer Tag für mich. Ich empfange sehr klare Bilder von dem verstorbenen Geist. So klare Visionen habe ich, glaube ich, die letzten 10 Jahre nicht mehr empfangen. Ich finde, der Streber Kron ist ein bisschen zu streberig, aber ich kann ihm das nicht übel nehmen, weil er ist eine saugute Uhr. Ich hoffe, Sie finden raus, wer mich ermordet hat. Viel Zeit haben Sie nicht mehr. Man hört die Uhr wieder schlagen, denn die dritte Stunde ist vorbei und die vierte Stunde bricht an. Gong, 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 gong. Yes. Der Geist sucht Hilfe der Krähen, oder wie nennt man das? Dem Geist stehen auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad im gesamten Spiel 3 Krähen zur Verfügung. Damit kann er so viele seiner Visionskarten abwerfen, wie er möchte, und seine Handkarten wieder auf 7 auffüllen. Oh, noch eine Krähe! Oh, noch eine Krähe! Oh mein Gott! Noch eine Krähe! Der Geist hat Angst. Oh, jetzt geht's los. Ey, Pfanne. Essen, Törtchen, Brezel. Ja. Eine Art Küche. Ja. Das ist ja fast eindeutig. Aber was ist denn das hier? Was ist denn das hier für ein Tipp? Rauch. Die Kanone. Das Kanrad. Das kann nicht sein. Aber der Rauch, ja. Dampfende Rauch. Der Rauch kann es sein. Ich glaube, das ist gar nicht Karte ist. Es ist eine Küche und das ist alles Zeug, was man in der Küche findet. Ziemlich eindeutig. Aber was war das? Ja, das nicht auch das der Rauch, hier. Das stimmt. Der Rauch. Also wenn ihr jetzt hier anfangt mit Taschen und so. Oder mit Augenbrauen. Ja offen. Augenbrauen. Von dem Todesigel des Todes. Ja, aber das ist wirklich eine Brezel und so Muffin. Das sind so Floyd-Augen. Und guck mal, da eine Tasse. Und, also bitte. Oh, jetzt. Ja. Also alles andere wäre wirklich fatal. Guck mal, das sind sogar Töpfe und Tassen. Ja, ich weiß. Apfel auf einer mit zerstückelten Würmern und Schädel auf einer weiteren Säule. Ey, das sind die Nadeln. Die Nadeln. Das sind die Nadeln. Der eine Wurm hat eine Brille auf. Das ist ein Hipsterwurm. Guck mal, das sind keine echte Brillengläser. Das würde ja wieder auf die Frau schließen lassen, aber die kann es ja nicht. Hört doch mal auf. Okay, komm, wir sind uns einig? Also ich würde es mal. Danke. Ich muss ja mal so negativ token loswerden. Wenn es der nicht ist, dann würde ich sagen, hat der Geist nicht so viel Interesse an der Aufklärung seiner Eltern. Ja, genau. Jetzt halt mal hier, die Zeit läuft. Oh, die Zeit läuft. Was hast du da? Sand. Sand. Muster. Was ist das hier? Eine Krone. Wo? Eine Krone. Eine Krone. Was? Das? Das ist ein Papierschiffchen. Ja, aber das sieht doch genau aus. Ach so, von hier aus das? Das ist ein Papierschiffchen. Das ist verrückt. Das ist völlig verrückt. Es ist ein Strand. Was macht man am Strand? Man hämmert. Ja, nee. Ich habe meistens Schlüssel, meine Totenkopf, Blume, Hände, Sonne, Herz, Mond, Schloss und irgendwas anderes. Und der Stock da. Vielleicht ist es der Hammer. Vielleicht ist es der Hammer wegen dem Stock. Einfach nur der Stock da. Aber du musst dich irgendwo hinstellen. Oh ja, dann hättest du zumindest einen Punkt. Also du stellst dahin, dann werde ich versuchen, einen negativen Tipp mal abzugeben. Oh, auch wenn ich das selber vermuten würde. Aber haben wir uns entschieden? Ich glaube, ich warte noch. Ja, ich muss ja auch noch einen. Du musst nicht unbedingt. Warum nicht? Ja, warum? Hast du keinen positiven? Doch, ich habe keinen. Nee, ich habe keinen. Du legst da einen negativen? Ja, ein schlechtes Omen, meinst du? What? Die Zeit ist um. Der Geist muss jetzt bei... Hier beginnen. Was denn? Hier, rot. Soll ich anmachen? Ausgezeichnet. Das heißt, du steckst es ein. Und die Sachen sind jetzt kommt's aber gelöst. Drauf an. Oh oh. Ja! Ich hab's von Anfang an gesagt, dass es der Arzt ist. Und das heißt, unsere Chance auf das Finale ist absolut im greifbarer Nähe. Absolut. So. Ja, aber hier fehlt noch was. Oh, das sieht schlecht aus. Es sieht nicht so gut aus, oder? Oh. Naja, wenigstens hast du einen Punkt gemacht. Ah, komm zurück und Gelb hat einen Punkt gemacht. War das jetzt schon? Nein, ich kann ja mal so schlecht.
Okay, na gut. Wir haben schon die fünfte Stunde. Hat er alle Gong, richtig? Nee, warte mal, eins. Gong, du hast Gong, alle, du hast alle richtig Gong gemacht. Die Seance nähert sich ihrem Ende, aber wir sind auch auf dem Weg. Schon ziemlich früh am Morgen, aber. Dem Weg der, der Lösung. Ich glaube, also es war ein Koch. Mal Klartext zu sprechen, du darfst dir noch einen Fehler erlauben. Also entweder hier oder hier. Das andere müssen wir auf Anhieb richtig machen. Oh, da kommt was, da kommt was. Okay. Grün. Grün. Stuhl. Rot. Es ist ein Stuhl mit grünem Hintergrund. Der rot bezogen ist. Der, der rot bezogen ist. Und sind das hier Karten? Oder das ist aber das natürlich Spiegel? Licht wie von einer das, Kerze. Das sind das hier Nägel? Du meinst, es ist mit dem Hammer reingeschlagen? Eindeutig der Hammer. Das Spiel hasst uns. Eindeutig die Pistole. Nee, also ich finde auch rot, rot. Ne? Ich kann mir das gut vorstellen, wie er in einem Zimmerchen saß. Ich mach einfach alles drauf. Ich stell schon mal hin, ja? Komm, dann mach mal. Ja. Okay. Okay. Was ist da los? Wie rum hält man diese Karte? So würde ich sagen, oder? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ach, das ist von oben nach unten geguckt. Sind da Tiere drauf? Ist das ein Turm oder das nicht? Ist so ein Vogel und so ein Fisch. Vielleicht und das ist die Pfanne wegen. Das ist die Standuhr ist. Ach was. Die Lampe, das ist eine Lampe, Digga. Ah, Stand, du siehst überall nur noch Uhren, ne? Steh ich verstehe das. Das ist doch eindeutig Wasser da unten im Burggraben. Guck mal, das ist eine Badewanne. Na jetzt. Oh, und ein Waschbecken. Beides hat was mit Wasser zu tun. Darf ich auch mal? Ihr meint das Wasser? Hier sind aber auch Tiere und hier ist ein Tier. Ja, das ist ein Vogel und ein Fisch und das ist einfach ein Kopf von einem Hirsch. Ja, und hier ist ein Teich und da ist eine Badewanne. Jetzt kapiere ich das Bild auch. Ja, Sandur. Oh mein Gott. Oh Gott. Vogelscheuche. Braucht man einen Hammer, um eine Vogelscheuche zu bauen? Vielleicht. Vogelscheuche. Was hat eine Vogelscheuche mit einer Uhr zu tun? Nichts. Gar nichts. Aber hat ja auch ein bisschen eine Form von dem Hammer, ne? Bisschen. Ja, stimmt. Absolut. Es ist nicht die Uhr. Nee. Und es ist nicht die Pfanne und es ist auch nicht die Knarre. Es muss der Hammer sein. Oh mein Gott, das ging schnell. Und du bist immer noch hier, aber jetzt müssen wir hier noch kurz Das geht gar nicht. Also ich würde jetzt so von den Formen und den Farben am ehesten auf das hier tippen. Okay. Die Badewanne, ich sag's dir doch. Ja, die Badewanne. Burggraben, ich habe jetzt auch nichts, was irgendwie stark dagegen sprechen würde. Abgelaufen. Okay, ich weiß ja eh schon alles. Aber nicht. Nein! Nein? Geist, was ist los? Wirklich nicht? Oh mein Gott. Blau. Yes! Ja! Yes! Und mein Token ist falsch. Sehr gut. Ja, egal, aber. Aber ey, weil finde ich gut. Alles für die Gruppe. Hier, bitteschön. Dankeschön. Das hast du. Ja, gut, sehr gut. Aber du hast doch vorhin auch dein komplettes gelöst. Noch nicht. Ach Quatsch. Jetzt komme ich dran. Nein, guck, ich hätte dir mein X geben sollen, wie ich geplant hatte. Ich wollte mein X da hinlegen, weil das ist wirklich eine krude Theorie. Allein schon, weil er sicher war. Ich hab den Hammer, das ist doch klar. Mein Vogelscheuche, Strand, Hammer. Verdammt nochmal. Ja, okay, aber so leid es mir tut, aber es ist die sechste Stunde. Gong, gong, gong. Also die gute Nachricht gong, ist, wir gong können uns all noch einen Fehler erlauben. Ja. Geist, wie man ja, das Geist, heißt, Geiste mal bitte. Schwingungen aussenden. Okay, und können wir mal ganz kurz hier rüber reden? Dann doch. Es war nicht rot. Dann doch eins von wir haben beiden hier die Nägel noch, wegen die Hammer. Für mich sieht es schon wieder nach Zeit aus. Ist deine Zeitassoziation? Du und Zeit und Uhr. Ja, alles fliegt so, ich glaub, so schwerelos. Vielleicht ist es aber auch die Rauchwolke, die aus der Pistole rauskommt. Das ist eine gewagte Theorie. Aber, Moment, bei ihm war es so eben so, dass die Farben hauptsächlich und die Formen so ein bisschen diesen Raum vorgegeben haben. Und das war richtig. Und deswegen glaube ich, dass die Theorie stimmt. Hier grün und so ein bisschen Licht. Umgeflacker. Und für die Kerze, meinst du? Ja. Eine Mission. Eine Mission. Was ist das? Okay, es ist ein Vogel auf Stelzen vor einem. Natürlich. Natürlich. Hier sind Skorpione. Zwischen überdimensionalen Knöpfen Seile gespannt. Ja. Das sieht nach diesen vielen Instrumenten hier drin wieder aus. Oder es ist die Uhr wegen. Ich habe noch keinen Grund dafür. Die Uhr wegen diesen Knöpfen, die sich drehen. Und Zeiger und hier Zeit. Zeit.
Es ist nicht die Pfanne. Es ist nicht die Pfanne. Und es ist auch nicht die Knarre. Wir wollten doch bei dir jetzt auf die Kerze gehen, oder? Hm. Ich glaube, wir gehen auf die Kerze, oder? Ich glaube auch. Wer weiß, was sie hier gedacht hat. Oh, ein schönes Bild. Oh, was ist das für ein Bild? Eine Orgel in den Wolken. Die aussieht wie eine Orgel. Das ist eine Uhr. Eine Spieluhr? Zeit? Also, würde ich eher nicht sagen. Aber guck mal, diese vielen, vielen Dinger könnten diese vielen Dinger sein. Ja, also für die beiden gibt es irgendwie was, was man so rein argumentieren können. Ja, eindeutig der Hammer. Zeit, warst du auf dem Hammer, warst du schon? Ja, ich weiß. Ich war schon auf dem Hammer. Ich glaube, wenn es bei mir der Hammer wäre, dann hätte sie mir das gegeben. Ich glaube Stimmt. Auch. Ja, wow. Stimmt. Ja, ich glaube, sehr gut. Wow. Sehr gut. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr, mein Gott, ist das klug. Daran habe ich noch gar nicht gedacht, ja, wirklich, auf die so Karte zu gucken der anderen, die man nicht bekommen hat. Das ist total schlau. Okay, Leute, also ich gehe schon mal auf die Kerzen hier. Das ist mir erstmal. Das würde ich auch sagen. Vogelscheuche, nur mal angenommen. Die Vogelscheuche als Symbol eines Erschossenen. Was? Oder ist es einfach doch die Zeit? Weil alles so Zeit ist. Alles ist. Was ist was Zeit? Ist denn an dem Besen? Was ist ein Besen ist eigentlich? Zeit? Das würde Guck mal hier, das könnte Sendung hier, sprengen, hier rund. Der Zeiger der Uhr, der Zeiger der Uhr, der Zeiger der Uhr. Widersprecht mir. Oh Gott. Probieren wir es aus. Der Hammer ist es nicht, das ist es nicht. Zeit ist um. Oh. Okay. Frau von Shanghai. Xinfang Pantai heißt sie. Ja. What? Ja, scheiße. Nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, wir hoffen, es wird besser. Bei Blau. Nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und hier? Oh, das sieht gut aus. Oh, das sieht gut aus. Nein. Ach du Scheiße. Weil jetzt, um es mal zusammenzufassen, wir haben eine finale Runde und ihr alle müsst die Tatwaffe rausfinden. Die siebte Stunde ist herangebrochen, die letzte Stunde, die wir haben, um den Geist in Kontakt zu treten. Und wir hören auch schon die Uhr schlagen. Gong, 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 gong. Also es ist wirklich an Spannung nicht zu überbieten. Ja, das ist also mir hätte es an Spannung gereicht, wenn da einer noch gestanden wäre, ehrlich gesagt. Ich glaube mittlerweile, dass es der Hammer ist. Bei dir? Ja, weil wir haben hier die Nägel. Was ist die Alternative? Ja, das ist eine gute Frage, das stimmt. Kann das hier ein Schuss sein? Puh. Aber bei dir war ich auch so sicher. Oder man bringt Vogel. Das können verschiedene Sachen hier sein. Das könnten diese drei, also weil das hat so... Wat, hier, guck mal hier. Wat. Schaut euch das doch mal an. Es ist nicht wegzudiskutieren. Ja. Das ist doch eindeutig... Und hier nach oben, es wird nach oben was weggeblasen, hier der Rauch und hier das... Ja, das ist schon nicht schlecht. Aber diese Rohre... Reicht es, um unser aller Leben darauf zu setzen? Das kann ja auch so ein Rohr von der Knarre sein. Aber das ist nur eins. Lauf. Ja. Ja, aber sie hat halt nicht so viele Möglichkeiten. Ja, das ist natürlich wahr, aber... Und es schießt ja auch quasi. Aber das ist halt, aber würde sie das... Aber das ist halt so ein Riesending so. Davon ein Rohr gemeint. Also bei dem Ding könnte ich noch irgendwie ganz gut an Zeit denken, aber bei dem, wobei hier das ist so, hier so das Licht. Sieht aus wie eine Zeitreise. Ja. Es sieht einfach aus, so sehen Zeitreisen aus. Ja, es sieht genauso aus. Alles so. Oh, nein, nein. Doch, und da steht dann, ja, Hilfe, ja, die Vergangenheit ist. Und dann dreht man sich so. Was machst du denn hier? Ich denke, das ist im Wunderland. Ja, richtig, und das ist auch irgendwie so. Genau so eine Art Strudel, andere Dimension, Zeit. Also Uhr. Aber guck mal. Hey. Guck mal, wie sie weint. Jetzt, Moment. Hier ist das, was ist denn das hier? Ist das ein Löwe? Aber hey, hier ist ein Lama. Ich bin selber schon völlig durcheinander. Habe ich die Zeit nicht auch schon genommen? Und jetzt haben wir es verkackt. Hast du, konzentrier dich, anstatt zu jammern. Okay, ich habe doch die Zeit schon genommen. Nee, weil hier, ne, wenn das hier so die Uhrzeiger ist, jetzt denke ich, es ist die Zeit. Aber ich habe die Zeit doch schon die ganze Zeit. Aber ich habe die Zeit doch schon genommen. Ja, ich glaube, du hast jetzt das dritte genommen. Ich habe die Zeit schon genommen. Da dachte ich, guck mal, das ist doch ein Ziffernblatt. Ein Ziffernblatt mit einem Zeiger, der hier rumläuft. Ja, aber das sage ich doch schon die ganze Zeit. Ja, das habe ich auch eben schon gesagt. Ja, deswegen habe ich ja auch die Zeit genommen. Ja, okay, schreib mich nicht an. Ich spüre, es kommt eine Nachricht. Meine Karte bringt übrigens gar nichts. Ich bin verwirrt. Ja, was ist das?
Ist das ein Lolli auf dem Teller? Der ist eine kafkaeske Krabbe, nicht Krabbe, Käfer, meine ich. Ich hatte doch die Theorie mit denen, die fand ich ziemlich plausibel. Ja, die war falsch. Es ist die Pfanne, Leute. Es ist die Pfanne. Ja. Es ist die Pfanne, weil hier haben wir Essen und so. Und ja, hier haben wir den Rauch. Hier, wenn die Pfanne brät, dann kommt und das, der Rauch. Und das Material, Metall. Ja. Metall? Na, das natürlich. Material. Daran haben wir noch gar nicht gedacht. Material und die Form. Die Farbe, das ist die Pfanne. Ist ja auch bläulich. Das ist die Pfanne. Guck mal, aber hier das haben wir ist auch aus Metall. Hier, guck mal, die Farbe. Ja, aber ist die da, was soll denn das da bitte? Soll der Lolli der Hammer sein? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Pfanne? Oh nein. Die letzte Karte. Und es läuft die Uhr. Oh mein Gott. Was hast du da? Eine Pfanne. Oh, geil. Du Scheiße. Nein. Ja, natürlich hat er eine Pfanne. Also bei mir müsste es ja eigentlich am einfachsten sein, dann schließe ich ja wieder was von euch aus. Dann ist es deins, die Pfanne. Aber warum? Doch, guck mal, weil das ist Wasser, weil man Wasser, so wie du gesagt hast, das Wasser auffangen, das Einzige, wo man irgendwas... Sie ja, wollte uns die ganze Zeit Wasser, fest. Wasser. Das sieht auch ein bisschen aus wie Regen. Ich meine, eine Knalle ist es nicht. Ich meine, wenn du die Pfanne hast, wieder mal deine Theorie von vorhin, auch wenn sie uns also nicht gebracht hat. Das ist nicht die Pfanne. Aber wenn, genau, wenn jemand die Pfanne hätte, dann hätte sie eben doch das gegeben. Also, ja eben. Und ich denke, das ja, ist der Grünleuchter wegen diesen Hirschgebäude. Ach so. Ja, 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 ja. Der Grünleuchter. Der Grünleuchter. Der Grünleuchter. Pfanne. Jetzt stellst du mal probeweise hin. Genau. Das wärst okay. du dann okay, hier. Okay, aber was mache ich denn jetzt hier? Was hast du schon probiert für Pfanne? Ich hatte den, haben wir noch nicht. Ich hatte den Kronleuchter. Ist das ein Kronleuchter? Nennt man das Ding wirklich? Ja, dieses, Kronleuchter ist das doch. Ja, nee, das sind Kerzenständer. Kerzenständer, Entschuldigung. Stimmt. Das sind aber Kerzen und Mond. Ja, aber da war ich schon, oh, da hatte ich schon, sonst hätte ich sofort danke. Gesagt Kerzen. Ich bin auch. Da ist ein Mond. Bringt uns der Mond was? Rund. Die Zeit hattest du noch nicht. Der Zeitstrudel. Aber was ist denn hier? Wo ist denn hier die Zeit? Zeiger. Vogel. Uhr, hier wieder, rund, ja. Rund, Zeitstrudel. Ich würde sagen, wir nehmen die Zeit, weil das ist auf jeden Fall, also ich, ja, also wir müssen uns entscheiden, schnell, ja, und zwar jetzt, ich, oder, okay, wo willst du dich hinstellen? Okay. Auf die Uhr, oh Gott. Wir haben also die Seance. Oh, das war knapp. Oh, das war knapp. Oh nein. Oh, komm. Ich hab doch gesagt, es war nicht die Zeit. Wir fangen hier, nee, wo? Rot. Ist die Zeit. Ja! Yes! Ich hab doch gesagt, es war die Uhr. Der Zeitstrudel. Yes. Gib mir, achso. Alice, muss ich das hier reintun? Oh Gott. Gott. Oh mein Gott. Okay, aber das war nur ein Teil. Warum? Was ist falsch ja, mit dir? Falsch mit dir? Das üben wir nochmal. Wir machen nachher nochmal einen Workshop, okay? Tja, man kann ja, es nicht ja. ändern. Es war nicht. Hier? Eigentlich mich. Pfanne? Ich will wissen, was es Wasser, war und was es nicht Gefäß. Ist. Das war's nicht. Oh. Oh, yeah, yeah, yeah. Bin ich nicht der Einzige, der es verkackt hat zum Schluss. Oh Gott. Wir haben versagt. Ja, aber was? Aber was, wir wollen es natürlich wir wollen jetzt erfahren. Wissen, was ja. wäre, jetzt erfahren. Was wäre jetzt er wissen. Gewesen? Na, die Knarre natürlich. Jagdtrophäen und Rohr. Das Rohr, ich hab's gesagt. Ja, ich hab's schon gesagt, das Rohr. Es sind aber mehrere Rohre. Oh nein. Was war ich? Ja, ich wollte dir Flüssigkeit sagen. Hä? Flüssigkeit. Mit der Spritze. Nee. Das ist das Einzige, wo Flüssigkeit drin ist. Und da ist Flüssigkeit drin. Und ja, weil wir haben dich stimmt. immer Flüssigkeit. Ich habe jetzt immer nass, immer Wasser. Ich habe echt alles getan, all meine Raben losgeschickt, mir zu helfen. Ja, man soll den spirituellen Tag vor dem Abend loben. Es sah kurzzeitig, zumindest aus meiner Perspektive, atemberaubend gut aus. Wir haben es nicht geschafft. Aber ich bin nicht alleine schuld gewesen daran. Das ist... mein Rettungsanker. Ja, es war ein bisschen vertrackt dieses Mal, aber das ist Mysterium. Diese Orgel bei mir auf der Karte, die hat ja diese spitze Form und das war irgendwie so paralleles Zeug und dann dachte ich, der Kerzenständer müsste genauso irgendwie darauf passen, aber nee, war dann die Pistole. Ich habe einen Tipp bekommen, oder drei Tipps bekommen, für eine Uhr, ja, wie man eindeutig erkennen kann, ja, ein Stuhl mit Spiegeln, ein Vogel auf Stelzen und ein Lama mit einem Tiger an einem Turm.
Ja? Eindeutig eine Uhr. War ein cooles Spiel. Wie gesagt, ich kenne mich nicht so wahnsinnig gut aus und kann es nicht gut vergleichen mit anderen Spielen, aber ich habe schon gemerkt, dass es mich am Schluss ziemlich reingezogen hat. Ich finde, Mysterium heißt es ja, ist ein sehr, sehr cooles Spiel. Es ist eins dieser Spiele, wo man halt hauptsächlich darauf setzt, Spaß zu haben in der Interaktion miteinander. Und das sind sowieso schon mal immer sehr gute Spiele, wie ich finde. Sehr fantasievoll, schön gezeichnet und ja, irgendwie anders. Ja, damit bleibt das Mysterium im Herrenhaus ungelüftet und es liegt an euch da draußen, euch selbst hineinzubegeben, euch in die Seance zu wagen und dann vielleicht herauszufinden, wer der wahre Mörder des Geistes ist und es uns dann mitzuteilen. Wie waren eure Erfahrungen? Mit wem seid ihr losgezogen? Mit wem habt ihr gute Erfahrungen gemacht? Mit wem schlechte? Erzählt's uns. Ansonsten sagen wir danke fürs Zugucken hier vom Brettspielclub. Folge Mysterium ist nicht die letzte. Wir haben ja noch einige weitere Spiele hier in Staffel 2 für euch gespielt und die kommen bald, also freut euch drauf. Danke fürs Kommentieren, was wir so richtig und falsch machen und natürlich auch fürs positiv bewerten, wenn es euch gefallen hat. Und ja, wir sagen einfach danke, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.